Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Jetzt, also wenn das Video online ist, ist es schon 2019. Jetzt ist es noch 2018 und wir wollen jetzt Feuerwerksraketen kaufen. Sind wir gerade dabei. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Auf jeden Fall kaufen wir in diesem Jahr keine Böller, nur reines Feuerwerk. Und auch nicht für so viel Geld. Also mir ist das Geld immer dafür viel zu schade. Aber ohne Silvester bisschen was abschießen ist auch nichts, oder? Ja, stimmt, was du gesagt hast. War's. Schön, schön teuer. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir halt Silvester verbringen und wir zeigen euch noch ein Best-of, wo wir nun aus Best-of 2018 und daneben machen wir halt ein paar Videos zusammen und die kopieren wir nicht aus unseren YouTube-Videos, die schneiden wir dann so zusammen und jetzt geht's los mit dem Vlog. Silvester gekauft. Hier kann ich auch mal kurz zeigen, was das hier alles ist. Das sind solche langen Wunderkerzen. Ich wollte gerade Wunderstangen sagen. Ich habe den Namen voll vergessen. Silvesterraketen. Das waren auch bei den Silvesterraketen dabei. Auch Böller. Also ich glaube, dass Böller sind. Und was wir auch von einem Zuschauer empfohlen bekommen haben. Tiger and Dragon. Man kann sogar auf dem Handy gucken, wie wie das schon funktioniert, also wie das aussieht. Und ja, gucken wir uns mal an. Also ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Und ich freue mich auf Silvester. Aber jetzt kommt erstmal das Best of Stefan und John 2018. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Viele werden sich jetzt fragen, warum liege ich hier auf zwei Handtüchern und das ist eins, keine Ahnung, ist auch egal. Ich habe neulich mit Stefan einen Trend gesehen, wo ein anderer von der Höhe eben einem Wasser in den Mund gießt und irgendwie sieht das gar nicht so schlimm aus, aber ich habe irgendwie doch schon ein bisschen Schiss, auch wenn es nur Wasser ist. Auf jeden Fall wollen wir das jetzt mal ausprobieren. It's a prank!
eben Sachen, die man vielleicht doch nicht so wieder verlernt, wie Laufen und Fahrradfahren und sowas. Wir machen jetzt... John, wie macht das Kamel? Oh! 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 Mach das aus! Mach das aus! Mach das bitte aus! Bitte! Hilfe! Oh, jetzt war nicht so steil. Oh, oh. Ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Ja, da sind wir auch schon angekommen. Am letzten Tag des Jahres 2018. John, was war denn dein liebstes oder bestes Erlebnis in diesem Jahr? Ist eigentlich ganz schwer, weil, also ich glaube, natürlich Urlaub auf Mallorca. Und, naja, Heidepark auch. Genau, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Bei mir war auch, eigentlich waren das die beiden für mich auch herausragenden Augenblicke des Jahres. Und Weihnachten und Geburtstag. Ja. Und jetzt wollen wir erstmal ein Ritual machen, was wir also immer Silvester machen, nämlich Berliner kaufen. Ja, schmeckt gut, ist gut, gehen wir hin. Normal werden ja die Berliner, glaube ich, im neuen Jahr erst gegessen, also zur Jahreswende. Wir essen die aber immer schon vorher, nicht wahr? Ja, wir sind ein bisschen anders. Mit Marmelade. Kommen wir damit zu einem weiteren Silvesterritual, die Mittagsruhe. John darf noch ein wenig Fernsehen gucken, bevor er dann auch ein Mittagsschläfchen halten darf. Und ja, wir Erwachsenen machen das sowieso gerne. Wie ist das bei euch? Dürft ihr Silvester durchmachen ohne Mittagsschlaf? Oder sollt ihr euch auch kurz ausruhen? Denn bei uns wird es erfahrungsgemäß 2 Uhr, 2:30 nachts, bis wir dann ins Bett kommen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf meine Mittagsruhe. Und damit es für euch nicht so langweilig ist, haben wir jetzt Teil 2 vom Best of von Stefan und John. Viel Spaß! Wir machen nämlich jetzt eine neue Rubrik. Rubrik. Wir machen jetzt eine neue Rubrik, und zwar früher versus heute, wie wir schon gesagt haben. Oh, bin ein Bremer Jung und ich... Was? Ich bin ein echter Bremer so. Und ich wohne hinterm Deich. Nochmal. Erzähl. Ja, mach ich. 1, 2, 3. Oh, bin ein Bremer Jung, bin ein echter Bremer Jung und ich wohne hinterm Deich.
Oh, bin ein Bremer Jung, bin ein echter Bremer Jung und ich wohne hinterm Deich. Ich will mal einen Bock pfeifen, ne? Ja. Ching, chang, chang. So. Ja, du hast auch so doll gemacht. So, weiter geht's. Ja, ching, chang, chang. Mann. Oh nein. Du musst den Bein halten. Arm weg. Au. Ching, chang, schwer. Oh, das ist Kneifen. Ich liebe Kneipen. Papa, dafür, dass du mich gerade zweimal so doll geschlagen hast. Oh! 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 Ich darf dich! Ach so! Was heißt das? Ich bin voll, ich bin voll. So, jetzt reicht mir das aber mit dem Scheißspiel. Jetzt freuen wir uns. Was denn? Alter, was ist das? Da ist Stahl reingeflogen. Ein Angelhaken. Ein Angelhaken? Zieh mal raus, ich hab das Boot aufschlitzt. Boah. Was war das? Ein. Ich hab hier was drin. Aber hat der gerade ein Loch ins Boot gemacht. Ich hab erst mal gedacht, dass wir das. Ah, reingeguckt! Reingeguckt. Moment mal eben. Oh, nicht weggewischt. Ich darf sie ausschlagen. Ja, Silvester ist für uns der Tag der Rituale. Wir sehen uns nämlich jetzt den Sketch Dinner for One an. Oder auch der 90. Geburtstag. Genau, machen schon und ich alleine, denn Simone mag diesen Sketch nicht. Können wir eben fragen, warum nicht? Wieso magst du nicht Dinner for One gucken? Oh, hab ich mich erschrocken. Jetzt werde ich echt. Mir ist das zu langweilig. Alle Jahre wieder das Gleiche. Ich habe so oft bisher geguckt und ja, und wie du siehst, muss ich erstmal hier Küche aufräumen. Ja, also machen wir das Ganze alleine, wie in jedem Jahr. The same procedure as every year, James. Und jetzt geht's los mit der Knallerei. We'll be right back.
was anderes vor. Wir wollen nämlich in ein Restaurant gehen. Jetzt warten wir erstmal noch draußen auf unseren Tisch, weil dort noch welche sitzen und wir den halt reserviert haben. Simone und Stefan, die trinken gerade draußen was, aber ich mag ja nicht so gerne draußen was trinken, wenn man halt wartet. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, wir haben ein Heißgetränk bei dem kühlen Silvesterwetter und Stefan hat ein Kaltgetränk. Aber kühl ist es eigentlich heute nicht draußen, also für Silvester. Das Herrensteak. Ich wollte es immer schon mal probieren. Heute ist der Tag, wo ich mal mache. Was gibt's bei dir? Was gibt's bei dir heute? Ein Münchner Schnitzel, ein großes. Und was gibt's bei dir? Bei mir gibt es nicht nur entweder oder, bei mir gibt es alles. Bei mir gibt es Steak und Schweinefilet. So, inzwischen haben wir es jetzt 22 Uhr. Kommen wir mal zu einer wichtigen Sache, nämlich den, ja, was man immer so macht, die neuen, die großen Vorsätze fürs neue Jahr. Ich kann nur mal sagen, ich mache eigentlich nie sowas, weil man das eh nicht einhält. Man nimmt sich immer vor, vielleicht gesünder essen, mehr Sport machen, aber das wird eh nix. Mit Sport ist bei mir nicht nötig. Ja, und sonst so? Deine Vorsätze fürs nächste Jahr, was hast du dir vorgenommen? Vielleicht mal ein bisschen weniger vor der Konsole hocken. Nö, ich bleib so vor der Konsole. Das bin einfach ich. Und vielleicht nicht mehr aus der Flasche trinken, weil das im Restaurant ein bisschen eklig ist. Ist mir jetzt im Moment aber egal. Ja, mal sehen, was Simone dazu sagt. Ja, ich glaube, ich werde meine Zeit bewusster einteilen. Nicht mehr so viel vielleicht vor Instagram verdödeln und die Zeit bewusster genießen. Ein bisschen mehr YouTube machen vielleicht? Nein, das ist ja euer Ding. Das kann ich nicht so gut. Und ich möchte vielleicht die Zeit nutzen und mehr lesen. Ich habe dieses Jahr übrigens 63 Bücher gelesen. Normal ist das nicht. Also es ist außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich, ja genau. Jedem das seine. Wir haben es gerade 11:30 und wir gehen jetzt gleich zum Feuerwerk. Wir haben schon alles verballert, weil an der Weser schon genug von Feuerwerk ist. Und ja, ich bin schon mal gespannt, wie laut es dieses Jahr wird. Bis gleich. Wir wünschen euch von Bremen Silvester Hotspot Nummer 1 ein erfolgreiches, gesundes, tolles neues 2019, oder? Ja, und was hat sie jetzt damit gemeint? Viel Glück im neuen Jahr. Genau, kurz gesagt, a Happy New Year. Ja. Zu Hause. Zu Hause gibt es den guten Sekt. Genau. Rosing. Und dann läuft noch so langweilige Schlagermusik von ihrer Kindheitserinnerung oder sowas. 80er Jahre. 80er Jahre. Kommen meistens die besten Sachen im Fernsehen. Finde ich auch. Also, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, liken, ja, abonnieren, nettes Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Jahr wieder. Ja. Was für nächstes Jahr? Es ist schon nächstes Jahr. Ach ja, siehst du, ich komme ganz durcheinander. Dieses Jahr. Dann sehen wir uns. Und jetzt noch ein bisschen für euch Feuerwerk aus Bremen. Ja.